Wenn du zu Fuß unterwegs bist und trotz alledem deine Verbraucher, wie zum Beispiel ein GPS-Gerät oder dein Telefon oder eine Powerbank mit Solar aufladen willst, dann gibt es viele Möglichkeiten. Ich finde, dass Sunnypack eine der besten Varianten ist. Wenn du wissen willst, was das bedeutet und was das kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Sommerbeschuppe Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Sunnypack Leaf Pro. So heißt dieses kleine Teilchen hier, das mir einfällt. Und das ist ein Teil mit 7 Watt, eine Solarpaneele mit 7 Watt, die für den Outdoor-Bereich gedacht ist. Und dann auch, und das ist meine felsenfeste Überzeugung, dann, wenn du gehst, wenn du unterwegs bist, zu Fuß. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann nehme ich mir keine kleine 7 Watt, sondern dann nehme ich mir irgendwas Großes. Wenn ich daheim im Garten Solarpaneelen aufstelle, dann nehme ich mir auch nicht das 7 Watt Panelchen, sondern was Großes. Aber wenn ich unterwegs bin, dann werde ich eine große Paneele einfach nicht tragen. Es wird keinen Spaß machen. Das hier schon. Und der große Vorteil ist, es gibt zwei. Und der eine große Vorteil ist, die ist dafür gemacht, da sind da so Haken an allen vier Ecken dran. Schau, die kann man auch nach innen schieben, damit du das an deinen Rucksack anmachen kannst. Du kannst es sind zwei solche Karabinerhaken dabei und zwei Saugnäpfe. Gibt sicherlich auch Leute, die das brauchen können. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber egal. Saugnäpfe, um das Windschutzscheibe oder sonst irgendwas anzubringen. So, das heißt, es ist für den Outdoor, für den Outdoor-Bereich beim Gehen gedacht. Und da ist es einfach genial und kann man schön anpassen, flexibel, coole Sache. Und der zweite Vorteil, warum ich der Meinung bin, dass es eines der besten Produkte ist in diesem Bereich, beim Gehen, ja, ist das da. Es ist sagen, eine, ja, das ist ein schwarzes Kastel. Und was kann das? Dieses schwarze Kastel macht einen automatischen Restart, wenn die Spannung zusammenbricht. Und wenn du jetzt sagst, Henny, ich habe eigentlich einen Survival-Shop-Kanal eingeschaltet und wollte gar keinen Elektronikunterricht von dir haben, dann sage ich, ist kein Problem. Ich bin zwar Elektronikingenieur, aber ich habe eh alles vergessen, aber ich will es einfach machen. Wenn ich mein iPhone oder mein Garmin-Navigationsgerät, alles Dinge, die ich vielleicht outdoor verwenden möchte beim Wandern oder auf weitere Strecken, nicht wenn ich 10 Minuten spazieren gehe, sondern wirklich längere Strecken wandere und nicht die Stromversorgung zur Verfügung habe. Oder wenn ich zum Beispiel, da gebe ich da auch den Link da oben, wer zum Beispiel in das Buschkraftareal vom Rhein fahren will, wo es keinen Strom gibt, gebe ich da auch unten den Link, ja, am Waldurlaub sozusagen, waldurlaub.at, schau da mal vorbei, da gibt es halt keinen elektrischen Strom und ich möchte meine Verbraucher aufladen. Und bin aber unterwegs und nicht stationär, sondern ich bin zu Fuß unterwegs. Dann ist das hier eine Lösung. Aber jetzt kommt das Kastel. Wenn du jetzt das am Rucksack hast und bist in der Sonne, dann ist alles gut. Und aus irgendeinem Grund zieht eine Wolke durch, ja, weil das halt so ist mit den Wolken, da scheint, kommt keine Sonnenstrahlung mehr rein, dann bricht ja alles die Spannung zusammen. Ja? Und dann kommt die Sonne wieder, weil die Wolke durchzieht. Und dann wäre die Spannung wieder da, aber weißt du, was das iPhone sagt? Die Ladeelektronik da drinnen sagt, das ist eine instabile, das funktioniert nicht. Du müsstest dann wieder den Stecker abziehen und wieder anstecken und wieder restarten. Dann würde es wieder funktionieren. Nur mach das, wenn du das hinten am Rucksack hängen hast. Warte mal ganz kurz, ich muss mein iPhone laden. Macht niemand. Okay? Genau dasselbe beim Garmin. Der sagt, okay, die Spannung ist zusammengebrochen und interessiert mich nicht mehr. Da ist sicher irgendein, musst du wieder neu anstecken. Die Lösung ist einerseits, entweder du lädst deine elektronischen Geräte nicht direkt, sondern lädst die in eine Powerbank rein. Also lädst, hängst da das so zusammen, so auf Powerbank. Wir machen dann auch Messungen. Ich zeige dir das dann alles mit einem Multimeter, das ich zur Verfügung habe. Ja. Aber ja, da ist es wurscht, da kann auch die Wolke durchziehen. Außer die Ladeelektronik von deinem Powerbank macht er wieder nicht mit. Aber Sunnypack hat übrigens auch eigene Powerbanks dazu gemacht und da funktioniert das. Oder stell dir vor, du sagst, das habe ich eh kein Problem, weil es ist ja eh schöner Himmel und nichts Wolken. Was ist, wenn du in den Wald reingehst? Oder was ist, wenn du dich einmal umdrehst und der Sonne den Rücken kehrst und dich danach die Solarpaneele wieder rein? Das hast du immer wieder das Problem, dass du restarten musst. Macht keiner, macht einfach keinen Spaß. Und deswegen ist dieses kleine Kastel hier da. Ich weiß nicht, wie das heißt und es ist mir auch peinlich. Ich bin nämlich wirklich Elektronikingenieur, aber ich habe wirklich sehr wenig Ahnung. Ohmsche Gesetz geht noch, R ist U durch I. Und so wie man Watt ausrechnet und so ein Grundverständnis, fragt es mich nicht zu viel. Aber das Kastel macht das, nämlich macht diesen Restart, wenn die Spannung weggeht und dann wieder da ist, wird automatisch hier unterbrochen und dem iPhone oder dem anderen Gerät halt, dem elektronischen Gerät, wieder ein Reset
gesetzt. Und das ist die Idee. Und deswegen ist das für den mobilen Einsatz, wenn du zu Fuß unterwegs bist, meiner Meinung nach ein Top-Teil. Aber jetzt halte ich das Maul und zeig dir mal, was es kann. So, jetzt machen wir gleich einmal einen kleinen Solartest. Heute ist der 13. Oktober. Und 13. Oktober ist nicht Sommer, ne? Also das ist nicht Hochsommer. Diese Paneele hat 7 Watt und ich habe hier ein USB-Multimeter. Gebe ich da auch unten den Link auf Amazon natürlich, ganz klar. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier die Paneele, da habe ich den dazugehörigen Akku, also Powerbank. Die haben, Sunnypack hat übrigens 2, das hier ist das, hat 10.000 mAh beide, aber eine ist für Wireless aufladen und die andere kann nicht Wireless aufladen. Und ich habe jetzt die Wireless aufladen, die ist größer, gebe da auch unten den Link auf Amazon auf beide und die andere ist kleiner, obwohl sie dieselbe Kapazität hat. So, und jetzt gehe ich her und stecke das da an das USB-Dingsbumsi an. So, gut. Und jetzt halte ich das so in die Sonne, muss nur aufpassen. Und jetzt lese ich da mal ab und es steht da 4,68 Watt. Also 4,5 Watt von 7 Watt. Ja? Ich hoffe, das kann man da irgendwie ablesen. Ich glaube aber nicht. Das ist einfach ein bisschen schwierig da, glaube ich. Ich muss auch... Aber glaub es mir einfach. Ja? Da steht jetzt 4,739 Watt. 4,45 Volt und 1,064 Ampere gehen da rein und das ergibt 4,73 Watt. So. Und jetzt wirst du sagen, und ich weiß das, ich sehe das bei Amazon immer wieder diese Bewertungen, nee, da steht aber, dass das 7 Watt kann, das Ding, und dann hat es nur 4 Watt. Ja, heute. Heute im, jetzt ist es gerade 11.30 Uhr, ja, 11.30 Uhr im November. Es ist nicht Juli oder Juni, Höchststunde, sondern ich bin auch nicht am Äquator, sondern ich bin halt jetzt gerade hier im Herbst. Und da bin ich mit meinen 4,5 Watt, ja, meine 4,5, 4,6 Watt sehr zufrieden. Und jetzt mache ich Folgendes, ich drehe das jetzt weg und dadurch habe ich 0 Watt, das ist ja ganz klar. Und jetzt komme ich wieder rein. Und automatisch geht die Sache wieder auf 4,7 Watt drauf. Wenn ich es ein bisschen schräger halte, also nicht komplett, dann geht es runter auf 2,8 Watt jetzt. Da ist die Sonne, hier ist die Sonne und ich halte die Paneele so. Ja? Jetzt halte ich sie mal so. Jetzt hat sie nur mehr 2,9. Na ja. Jetzt drehe ich sie so, jetzt hat sie nur mehr 1,7. Ja? Ich schaue genau in die Sonne. Das heißt, egal, solange ich die Paneele irgendwo in Richtung Sonne halte, kann ich damit laden. Natürlich, wenn ich mich umdrehe, dann habe ich 0 Watt. Das ist klar. Das heißt, wenn du das so ausrichtest bei deinem Rucksack, dass du in diese Richtung da jetzt gehst und das hier hinten drauf gepoppt ist, dann funktioniert das. Und noch einmal, also, du kannst ja mir einen Kommentar unten schreiben und sagen, also wenn die 7 Watt draufsteht, dann möchte ich schon 7 Watt haben, dann schreib mal einen Kommentar. Wenn du dich aber auskennst, und du brauchst keine Elektrotechnik oder Elektronikingenieur dafür sein, wenn du dich ein bisschen mit dem Ding auskennst, wirst du sagen, was, das Ding kann am 13. Oktober 2019 um 11.30 Uhr bei Sonneneinstrahlung, direkter Sonneneinstrahlung, 4,7 Watt sind es jetzt mittlerweile, bringen. Nicht schlecht. Und so sehe ich das ganz genauso. Ich persönlich, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich habe ja sehr viele Solarpaneele und wenn dir das interessiert, schreib mir auch unten einen Kommentar, dann werde ich das öfter vorstellen, was ich so habe. Ich habe ganz große Dinge, ich habe auch noch kleinere Dinge und auch Mitteldinge. Aber ich persönlich bin ein Freund davon, eine Powerbank aufzuladen und nicht unbedingt das iPhone oder das GPS-Gerät direkt. Und man kann da natürlich auch drüber streiten. Es ist natürlich klar, dass wenn ich zuerst die Powerbank auflade und dann mein Gerät an die Powerbank anhänge und danach wieder, dass ich durch den Wirkungsgrad, den ich habe, dass ich einen schlechteren Wirkungsgrad habe, dass ich einfach Energie verliere und das ist hundertprozentig so, da bin ich mir auch bewusst drüber. Aber, und jetzt kommt der Punkt, was ist, wenn ich jetzt meinen ganzen Tag die Powerbank auflade und ich bin glücklich und zufrieden und sage, ich habe sie voll und das geht sich hier jetzt in der Konstellation auf jeden Fall aus. Ja, weil wir haben jetzt schon, es sind ein paar Minuten gelaufen, jetzt haben wir schon 250 mAh haben wir jetzt da schon reingeladen. Das heißt, da sind 10.000 drinnen
Und 250 davon haben wir schon. Jetzt kannst du sagen, das ist ja urwenig. Naja, wir reden jetzt eine Minute oder zwei oder drei. Das heißt, wenn ich das den ganzen Tag, auch jetzt im Oktober, kann ich die Powerbank voll machen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist was anderes. Wenn ich mein iPhone lade, ja, oder wenn ich nur einen einzigen Verbrauch habe, nur ein iPhone, das ich laden will oder ein anderes Telefon, dann ist ja auch okay, wenn ich direkt lade. Wenn ich aber mehrere habe, ich habe eine Taschenlampe, ich habe ein GPS-Gerät, ich habe ein Telefon, ich habe einen elektrischen Anzünder für meine Chic, oder da gibt es ja Leute, die haben diese Darth Vader-Inhalationsgeräte, die auch über USB aufgeladen werden und was es da alles gibt. Und ich lade jetzt gerade mein GPS auf, dann ist mein GPS voll, aber zufälligerweise geht halt der Akku von meiner Batterie in der Nacht flöten. Dann kriege ich das da nicht mehr raus, aber wenn ich ein Gerät habe, nämlich diese Powerbank, die ich mir voll mache und dann die Verbraucher lade, die ich jetzt aktuell brauche, dann ist das für mich die bessere Lösung. Schreib mal unten einen Kommentar, wie du das siehst. Und wie gesagt, jeder sieht das anders, das ist halt meine Meinung dazu. Vielleicht hast du eine andere Meinung, dann schreib sie mir unten. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch, um neue Sichtweisen zu bekommen. Jetzt haben wir 4,6 Watt nur mehr. Ja? Liegt aber auch daran, dass jetzt so feine Wolken da oben durchziehen. Und wir haben schon 360 mAh reingeladen von 10.000. Also wie gesagt, das Ding funktioniert. Also ich würde es mir, wenn ich du wäre, wenn du es nach so etwas suchst, würde ich mir die Paneele kaufen und auch den dazugehörigen Powerbank, entweder mit Wireless aufladen, Dingsbumsi, oder wie gesagt, gebt ihr unten den Link auch auf die kleinere Version, also kleiner, nicht in Form von Kapazität, weil sie haben beide 10.000 mAh, sondern halt die ist auch kleiner und kompakter. Aber das liegt immer, was du halt brauchst. Das ist meiner Meinung nach die Kombination, die du dir zulegen solltest und damit lädst. Und dann, wenn du die... Ist ganz einfach so. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen herumgequackelt. Einmal noch. 412 mAh schon drin. Ah, der René freut sich total. 4,7 Watt. Ich weiß nicht, ich möchte das noch einmal zeigen. Vielleicht sieht man es, wenn auch nicht. Vertrau mir einfach. Du kannst das ja auch selber nachmessen. Gib da unten den Link zu den Produkten. Aber jetzt wollen wir noch ein paar andere Sachen ausprobieren. So, ich mache jetzt einen kleinen Testaufbau, um diesen automatischen Resetter uns anzuschauen. Ich habe hier das Sunnybag Leaf Pro. Da Multimeter dran und angehängt an mein Samsung Galaxy, was weiß ich, was das Fernseher ist. Mein neues Mobiltelefon, ich habe ein neues gekriegt. So, jetzt lege ich das Sunnybag um, dadurch kommt Sonnenstrahlung rein und man sieht jetzt hoffentlich gleich auch schon, so, aha, schau her, er lädt auf, ist komplett leer. So, vibriert auch und er legt los und beginnt zu laden. So. Wenn ich jetzt hergehe und das Sunnybag umlege, ist das sofort weg hier unten, ne? Und auch da hat keine Spannung, es ist nichts da. Wenn ich jetzt wieder hergehe und das Sunnybag wieder umlege, nämlich wieder die Strahlung wieder reinbringe, resettet das Teil und aha, man sieht schon, und gleich wird es wieder losgehen. Ja, genau, und er lädt. Und das heißt, wenn auch eine Wolke durchzieht oder sonst irgendetwas, beginnt aufgrund von diesem Auto-Restart, den man da hinten eingebaut hat, immer wieder das mobile Endgerät zu laden. Ja, das war jetzt der Review dazu. Was ist mein Fazit? Absolut top, 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 top Produkt. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Ich weiß, dass das teurer ist als direkte China-Ware, ist klar, aber es kann auch mehr und du kannst dich einfach darauf verlassen, ein österreichisches Unternehmen. Ja, bin halt auch zufälligerweise Österreicher, aber das ist gar nicht, hat gar nicht den Hintergrund, das ist gar nicht der Punkt. Das ist ein tolles Teil, immer dann, wenn du mobil unterwegs bist. Und eine Sache noch zur Anwendung. Ich kriege in letzter Zeit immer wieder Anfragen von Krisenvorbereitern, die sich auf Stromausfall, auf Blackout vorbereiten, weil das anscheinend aktuell ein Thema ist, weil es auch in den Medien immer wieder vorkommt, dass der Strom irgendwann mal weggehen kann. Und es gibt Leute, die haben Strategien mit Notstromaggregaten, mit Dieselaggregatoren und das ist auch alles okay und macht das und ich habe mit dem überhaupt keinen Stress. Aber, und das ist der Punkt dabei, das hier ist ja nicht ein Dieselgenerator. Das ist etwas für mobil. Aber, und jetzt kommt's. Wenn du mobil unterwegs sein willst, aber trotz alledem auch zu Hause, das ist nämlich, das schränkt das nicht ein, aufladen willst, zum Beispiel die Powerbank über einen Tag lang und dann wieder Energie hast für deine Taschenlampen, für GPS-Geräte oder für dein Mobiltelefon, dann ist das eine coole Sache. Das heißt, es ist einerseits eigentlich Walking with the Sun, ist glaube ich der Slogan oder der Claim von Sunnybag, einerseits für den Outdoor-Bereich gedacht, aber natürlich auch, wenn es denn unbedingt sein muss, kannst du
das auch in einem Blackout-Szenario verwenden. Zwar nicht, um dein Haus 1:1 mit Strom zu versorgen, aber was draußen funktioniert, funktioniert natürlich auch drinnen. Das wollte ich dazu sagen, weil ich diese Anfrage andauernd jetzt kriege. Weiß auch nicht, es ist anscheinend irgendwas unterwegs mit Thema Blackout. Das ist jetzt ganz, ganz hoch. Gebt unten den Link zu all den Produkten. Ich kann sie dir hundertprozentig empfehlen, sonst würde ich es dir nicht zeigen, so wie immer hier. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Hast du Sunnypack? Erzähl uns ein bisschen was. Und wenn du dir die Amazon-Bewertungen durchliest, dann sind manche Leute dabei, die sagen eh genau das. Naja, es hat 7 Watt, aber es hat nur 4 Watt ausgeworfen. Ja, super, im Herbst bin ich voll froh, dass ich 4 Watt habe. Ja? Also dahingehend, aber wenn du wirklich Erfahrungen damit hast, dann schreib sie uns bitte. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und einen Daumen nach oben oder nach unten mag ich dir natürlich bitten, so wie immer. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos. Und es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Bis bald. Ciao.